So. Ich will jetzt So, hallo, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal. Hier ist der Michael von der Schönbuchkamps-Kanal. Ja, wieder halbe verschwätzt, egal. Ja, heute habe ich eine Begleitung dabei, der Armin. Hallo. Wir haben uns auf Komoot kennengelernt, beziehungsweise vor einem Jahr haben wir die Tour schon geplant. Jetzt machen wir sie endlich, bei bestem Wanderwetter hoffen wir. Und ja, wir sehen uns jetzt das erste Mal, aber ich denke, bis jetzt klappt es recht gut. Und ja, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier an der Lauterquelle in der Ortschaft Offenhausen. Offenhausen. Natürlich wieder auf der Schwäbischen Alb, ist ja klar. Und ja, was haben wir vor? Wir werden eine etwas größere Runde machen mit 17, 18 Kilometer. Wo es genau hingeht, es geht auf einen Turm. Das verrate ich einmal. Und das andere sehen wir, wenn ihr dranbleibt an dem Video. Und ja, ich würde sagen, wir gehen los langsam. Bleibt dabei, nicht abschalten und wir gehen weiter. Also, viel Spaß. Ciao. Wird gut. So, jetzt sind wir oben auf dem sogenannten Sternberg und zwar auf 844 Meter. Hinter mir sieht man das Wanderheim Sternberg.
vom Schwäbischen Albpfarrei. Sieht recht gemütlich aus. Mein Kollege ist auch oben, der steht hinter mir. Und der Hanno kann man schön na, sitzen, essen, trinken. Und vielleicht kann man es erkennen. Der Hanno im Hintergrund, da ist der Turm. Und da sehen wir jetzt natürlich gute Hoffnung, dass der offen ist. Und dann wird er hochgeklettert oder hochgestiegen. Und dann schauen wir mal uns die Aussicht von da oben an. Meine Brille beschlägt wieder, klasse. Ja gut, also wie gesagt, wir sind jetzt hier oben auf dem Sternberg und jetzt laufen wir mal rüber an den Turm und genießen die Aussicht. Also, auf geht's, kommt mit. So, das ist jetzt der sogenannte Sternbergturm und da gucken wir jetzt, ob wir da rauf können. So, also wie gesagt, jetzt sind wir hier oben auf dem sogenannten Sternbergturm und muss erstmal schön verschnaufen, da ging es ziemlich Treppe hoch. Und ja, jetzt zeige ich euch einfach mal diese wunderschöne Aussicht hier. Und wie mein Kollege gesagt hat, wenn es super Wetter gewesen wäre, dann hätten wir bis in die Alpen oder bis in die Berge, hätten wir dann gesehen. Aber ich denke, ja, wird heute wahrscheinlich eher nichts. Aber gut, jetzt schwätze ich nicht lange und jetzt zeige ich euch die Umgebung. Dahinter sieht man jetzt das Vereinsheim vom Schwäbischen Albverein. Da oben besucht uns jetzt ein Heißluftballon. Ich hoffe, man kann es erkennen. Dahinter jetzt im Hintergrund oder bei mir im Vordergrund sieht man das Schloss Liechtenstein. Da gibt es auch noch einen kleinen Ausguck hier. So, ich denke mal, die Ortschaft da unten, wo man hier sieht, da sind wir losgelaufen, oder? Ja. Oder? Ja, das ist Offenhausen. Also, das da unten ist Offenhausen. Da sind wir losgelaufen. Da ist auch die Lauterquelle, habe ich euch ja gezeigt. Ne? So, gehen wir eins weiter. So, jetzt hat man hier natürlich einen wunderschönen Blick über die Schwäbische Alb. Ich hoffe, jetzt kommen keine Anfrage, was ist das, was ist das. So gut kenne ich mich da auch nicht aus. Da im Hintergrund sieht man einen höheren Berg, weiß ich aber nicht, was das ist. Was ist das dahinter, der Neufe oder Teck? Das ist der Neufe. Das ist der Neufe? Ah. Das ist der Neufe und der hohe Berg, da hinten ist die Teck. Ah, jetzt. Okay, also links sieht man der hohe Neufe, ein bisschen weiter rechts die Spitze, das ist die Burg Teck. Habe ich ja auch schon mehrere Touren gemacht. Ja. So, machen wir das nächste Fenster. Das ist Lautertal. Und der Hannes sieht man jetzt runter in das schöne Lautertal. Da habe ich ja auch schon ein, zwei Touren gemacht. Wimsener Höhle, wird jeder kennen. Ja. Glastal, auch wunderschön. Ja. Ja, hat sich gelohnt, hier hochzugehen. Ja. Also, jetzt genießen wir es auch noch ein bisschen. Und dann gucken wir, wo es lang geht.
So, jetzt. Also, wir sind jetzt runtergelaufen und sind jetzt im sogenannten Lautertal. Da hinten fließt jetzt die Lauter. Hier oben sieht man jetzt diesen Turm, wo wir waren. Die Ortschaft, wo man hier sieht, das ist Gomadingen. Ja. Und wir laufen jetzt hier auf dem sogenannten Planetenweg und nicht direkt auf dem Radweg. Und ja, dann schauen wir mal, was uns da erwartet und was wir noch alles so entdecken. Und ich hoffe, ihr seid dabei. So, wahrscheinlich, wie man es jetzt sehen kann, hinter mir ist ein Pferd und wir sind jetzt hier am Hauptgestüt in Marbach angekommen. Wir sind jetzt diesen sogenannten Planetenweg laufen und sind jetzt hier angekommen in Marbach am Gestüt. Und wir wollen jetzt mal reinlaufen in das Gestüt, da darf man scheint auch filmen. Ich gucke mal, ob man ein bisschen was filmen kann. Und ja, schauen wir mal, wie es da drin aussieht. Ich bin mal gespannt. Also, auf geht's, kommt mit.
So, auf unserer heutigen Etappe sind wir jetzt angekommen am Schloss Grafeneck. Jetzt habe ich es richtig gesagt. So, wie man jetzt erkennen kann, sind wir jetzt, sage ich einmal, auf dem Schlossbalkon oder Schlossterrasse. Und jetzt schauen wir mal da hinten über die Mauer. Und dann gucken wir mal, was wir da sehen. Von da drüber sind wir gekommen da hinten, schön am Wald entlang. Da unten sind wir vorher rum und dann hier hoch. Ja, und jetzt sind wir schön hier oben auf dem Schloss Grafeneck. Und wie man sehen kann, immer noch bei bestem Wanderwetter.
So, jetzt melde ich mich geschwind. Wir sind jetzt da Hanne wieder auf dem Rückweg Richtung Gomadingen. Und das sieht man jetzt gleich hier. Da Hanne ist der Turm von heute Morgen, wo wir oben waren. Und ich denke, wir laufen jetzt da Hanne entlang runter. Und dann geht es unten wieder ein bisschen in das Tal rein. Und wie gesagt, dann Richtung Gomadingen. Ja, wenn was Interessantes kommt, schalte ich euch dazu. Ansonsten melde ich mich dann von unterwegs nochmal. Und ja, bei uns ist alles klar. Oder beziehungsweise wir sind noch fit. Also, weiter geht's. So, hallo, ich hoffe, ihr seid noch mit dabei gewesen, das letzte Stückle. Wie gesagt, wir sind jetzt noch ungefähr 50, 60 Meter und dann sind wir wieder am Parkplatz. Unsere Runde wäre dann somit hier beendet. Ich hoffe, euch hat die Tour gefallen, vor allem der Turm mit der Aussicht, das war natürlich herrlich. Marbach, das Gestüt und ja, am Anfang die Lauterquelle. Was war noch? Grafeneck waren wir noch. Grafeneck, das Schloss, genau, waren wir auch oben. War auch wunderschön. Die Ecke kannte ich jetzt noch gar nicht hier. Und ja, mir hat die Tour sehr gut gefallen. War super Gastgeber. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Wird auf jeden Fall wiederholt. Hundertprozentig. Ne? Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Mitschauen, Mitlaufen. Und ja, bevor ich mich jetzt noch verplappere oder sonst was, wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund. Hier war der Michael vom Schönbuchkamps und der Armin. Und vielleicht demnächst mal wieder zu zweit oder zu dritt, wer weiß. Kann man ja nie wissen, gell? Also, macht's gut, schöne Zeit, ciao, tschüss.